Foul. Ein klarer Elfmeter. Oder doch nicht? Während die einen protestieren, freuen sich die anderen. Aber was war's jetzt? Gerechter Elfmeter oder eine Fehlentscheidung? Was gerecht ist und was nicht, darüber streiten sich die Menschen seit Urzeiten. Denn wir haben keine allgemeingültige Vorstellung von Gerechtigkeit, sondern nur verschiedene Meinungen darüber. Letztlich entscheidet also jeder einzelne Mensch selbst. Wenn wir heute von Gerechtigkeit sprechen, meinen wir meistens soziale Gerechtigkeit, also wie fair unter Menschen Rechte, Möglichkeiten oder Ressourcen verteilt sind. Dass zwischen den Menschen Gerechtigkeit herrschen soll und vor allem, dass man selber gerecht behandelt wird, das wünschen sich die meisten. Aber was ist wirklich gerecht? Wenn alle gleich viel verdienen? Oder wenn jeder nach Leistung bezahlt wird? Wenn jeder die gleichen Chancen hat? Oder wenn die vom Glück Begünstigten denen helfen, die Pech hatten? John Rawls war ein amerikanischer Philosoph und Professor. Sein Buch »Eine Theorie der Gerechtigkeit« ist eines der wichtigsten Werke der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. In ihm beschäftigt sich Rawls damit, wie eine Welt aussehen sollte, in der für alle Menschen Gerechtigkeit herrscht. In seinem Gedankenspiel befinden sich die Menschen vor ihrer Geburt in einem Zustand des Nichtbewusstseins, in dem niemand weiß, wer er später auf der Welt sein wird. Ob Mann, ob Frau, ob arm, ob reich, ob schwarz, ob weiß und so fort. Ein Schleier des Nichtwissens ist ihm sozusagen um die Augen gebunden. Und nun soll er entscheiden, wie alle Menschen Gerechtigkeit finden sollen, ohne zu wissen, wo er sich selber wiederfindet. John Rawls ist überzeugt, dass dann jeder Mensch auf die gleiche Grundregel kommen würde. Die Gesellschaft ist möglichst gerecht, wenn es denen, die am schlechtesten dran sind, möglichst gut geht, weil ja theoretisch jeder selbst in dieser Situation sein könnte. Und deshalb, meint Rawls, können auch soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten gerecht sein, wenn sie denen zugutekommen, die am wenigsten haben. Der Chef kann also gerne viel verdienen, wenn sein Arbeiter auch ein gutes Leben führen kann. Mit dem Schleier des Nichtwissens würden die Menschen also ganz automatisch faire Gesetze machen.